Jahrhundertelang befand sich das Gut im Besitz der Grafen von Kühnheim. Gut 200 Jahre lang wurden hier Trakehnerpferde gezüchtet. Der Graf von Lehendorf, Besitzer des Gutes Steinort, war Oberstallmeister im berühmten Gestüt Trakehnen, das im heute russischen Teil Ostpreußens liegt. In Steinort selbst blühte viele Jahrhunderte das gesellschaftliche Leben mit Theatervorstellungen, Feuerwerken, Tanz und Gesang. Die Gräfin Marion Dönhoff schrieb einmal: Jeder, der in Ostpreußen zu Hause war, trauert der Landschaft nach, den weiten Wiesen und Feldern unter dem großen Himmel des Ostens. Hier im Schloss Dönhoffstedt verbrachte die Gräfin einen großen Teil ihrer Jugend. Und auch hier wurden in preußischer Zeit Trakehnerpferde gezüchtet. Nach dem Krieg diente das Schloss als landwirtschaftliche Fachhochschule. Seit dem Ende des Kommunismus steht es leer und ungenutzt. Auch für die Scheunen und Stallungen hat heute niemand mehr Bedarf. Aber nicht nur auf den Adelsgütern hatte man sich der Pferdezucht verschrieben. Trakehner wurden auch auf vielen ostpreußischen Bauernhöfen gezogen. Ostpreußischen Bauern sagte man einen ausgeprägten Pferdeverstand nach. Einige von ihnen, die 1945 von Höfen wie diesen Richtung Westen flüchteten, nahmen ihre Trakehner mit. Nur wenige Pferde aber überlebten die Flucht. Masuren heute. Hier in der Gemeinde Pissanica lebt Henrik Kwadrowski. Er ist Kleinbauer. Selbstständig seit dem Zusammenbruch der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft, für die er 20 Jahre gearbeitet hat. Weil mit der Landwirtschaft für Bauern wie Kwadrowski kaum genug Geld zum Leben zu machen ist, verdient er sich im Wald ein Zubrot. Seine Stute Kasztanka hat er zum Rückepferd ausgebildet. Sie zieht Baumstämme aus dem Wald an die dafür vorgesehenen Sammelplätze. Noch müssen Henrik und Kasztanka die Konkurrenz von Traktoren nicht fürchten. Der neue Arbeitstag beginnt mit ein paar Litern Brunnenwasser. Das ist. Die schwere Arbeit im Wald ist im Winter angenehmer als im Sommer, wenn sich Myriaden von Mücken über das Pferd hermachen. Und außerdem ist im Winter auf dem Hof weniger zu tun. Den Schlitten, vor den er Kasztanka spannt, hat Kwadrowski selbst gebaut. Das einzig wahre Gefährt im Winter, findet er. Nicht nur bei Schnee, sondern auch bei Eis. Ob der Winter schwer war bis jetzt? Wir hatten ein paar Tage Frost, aber ansonsten, es hat schon schwerere Winter gegeben. Auf jeden Fall werden wir wohl viel Wasser im Frühling haben. Wie alt ist Ihr Pferd? Weiß ich nicht so genau. Vielleicht 10 oder 11. So, ich muss jetzt los zur Arbeit. Die warten da schon auf uns. Also, bis gleich im Wald. 6 Kilometer sind es bis in den Wald. Kasztanka, gut ausgeruht, braucht knapp 20 Minuten für die Strecke. Erst am späten Nachmittag werden die beiden wieder auf dem Hof zurück sein und 20 Zloty, rund 6 Euro, verdient haben. Um die polnische Landwirtschaft, vor allem um Kleinbauern wie Kwadrowski, steht es nicht zum Besten. Vor allem sie sind es, die den kommunistischen Zeiten nachtrauern, als das Einkommen zwar noch niedriger, aber regelmäßig war. Am Morgen hat der Förster entschieden, welche Bäume gefällt werden. Mittlerweile sind Bauer Kwadrowski und Kasztanka im Wald angelangt.
Einige der Holzfäller sind ebenfalls mit Pferd und Wagen gekommen. Noch haben in diesem Teil Polens Traktoren nicht überall die genügsamen Sokolska-Pferde abgelöst. Kleine Pause für die Holzfäller. Am Feuer wärmen sie sich auf. Die Männer kommen aus dem gleichen Dorf wie Henryk Kwadrowski. Ist es eigentlich schwer, ein Rückepferd auszubilden? Was kann so ein Pferd? Wenn ein Pferd jung ist, dann weiß es gar nichts. Dann muss man es richtig an die Kandare nehmen. Bei einem älteren Pferd dagegen ist es leichter. Das zieht die Baumstämme dahin, wo man will, und macht die Arbeit fast allein. Ganz einfach geht das. Das Pferd vor den Baum spannen und dann los. Für Kasztanka ist die Pause jetzt zu Ende und es heißt, an die Arbeit. Die Arbeit mit Rückepferden hat durchaus Vorteile. Sie sind wendiger als schwere Traktoren und schonen den Waldboden. Von ganz alleine stellt sich Kasztanka vor den Stamm und wartet, bis die Kette am Baum befestigt ist. Und auch die Richtung zum Weg kennt sie ohne Führung. Scheinbar mühelos schleppt sie den Baumstamm zu der Stelle, wo das Holz vor dem Abtransport ins Sägewerk zwischengelagert wird. Die Männer sind froh über ihren Job im Wald, denn die meisten im Dorf sind arbeitslos. Bauer Kwadrowski gönnt sich ebenfalls einen Bissen, bevor es weitergeht. Mit Lagerfeuerromantik hat das hier nicht viel zu tun, denn die Arbeit ist hart und die meisten Waldarbeiter sind mit 50 Jahren ausgebrannt. Für Bauer Kwadrowski ist der Winter Ruhezeit. Mit Sorge denkt er jetzt schon ans Frühjahr und die Wassermassen, wenn der Schnee schmilzt. Im Wald wird er dann nur noch selten sein. Wenn die masurischen Seen zufrieren, ziehen die Fischer ihre Boote an Land. Im Winter wenden sie andere Fangmethoden an. In Gemeinschaftsarbeit haben sie vor einer Woche das große Netz mit Hilfe langer Stangen unter das Eis geschoben. Nun arbeiten die betagten Dieselmotoren schon seit 2 Stunden auf Hochtouren, ziehen das Netz unter dem Eis hervor. Wird dies ein guter Tag für die Eisfischer vom Schostaksee? Knochenarbeit. Und Hoffnung, dass sich das hier lohnt, dass der Fisch ins Netz gegangen ist. Genug Fisch für jeden aus der Brigade. Das ist Grzegorz Koniewski, Fischer von Kindesbeinen an. Mit diesem Holzstab wird das Wasser in Bewegung gehalten, sollen die Fische erschreckt werden, damit sie in Richtung des geschlossenen Netzendes flüchten. Die ersten kleinen Plötzen, die sich in den Maschen verfangen haben. Wir fischen unterschiedlich oft. Das hängt vom Wetter ab und von der Menge, die wir fangen. In der Wintersaison arbeiten wir in der Regel nur an einem See. Es gibt gute Jahre und schlechte, in denen der Fisch nie ins Netz geht. Dann müssen wir so lange arbeiten, bis es klappt. Heute sieht es nicht gut aus. Nur noch wenige Meter Netz müssen aufs Eis gezogen werden. Der große Fang ist ausgeblieben. Enttäuschung macht sich breit. Aber keiner der Fischer spricht aus, was er denkt. Das war's. Das ist das Ergebnis einer ganzen Woche harter Arbeit. 2 noch nicht einmal volle kleine Holzkisten mit untergewichtigen Plötzen. Keine Hechte, keine Zander, keine Schleie. Aber die Fischer, vom Leben ohnehin nicht verwöhnt, geben nicht auf. Sie werden es weiter probieren, an einer anderen Stelle.
Dort werden sie wieder ihr Netz unter das Eis schieben, eine Woche warten und hoffen, dass der Fisch endlich den Weg ins Netz findet.